Hallo Leute, endlich mal wieder unterwegs mit neuer Kamera. Leider ist es sehr windig und auch regnerisch heute, aber genau aus dem Grund dachten wir uns, jetzt machen wir das erst recht. Dann ist es hier nicht so voll. Wir sind in der Seilbahn-Erlebniswelt Thale mal wieder. So, schaut hin, die Dinger fahren heute garantiert nicht. Schade. Aber da vorne ist die Baustelle, glaube ich. Zumindest sieht es danach aus. Ein Nautic-Z ohne einen hohen Wasserstand. Ich dachte immer, diese Dinger schwimmen, aber die stehen ja auch auf solchen... Ach nee, die haben sie jetzt bestimmt noch reingebaut, damit die nicht flach liegen. Dann schwimmen die wirklich. So, und hier links... Sieht es mir verdächtig nach Baustelle aus. Da vorne liegen auch schon erste Stahlelemente und auch solche Bretter zum Drunterlegen. Also hier ist ja noch alles frei. Könnt mir gut vorstellen, dass hier der Coaster entsteht. Dieser Mystical Hex gilt offiziell als Suspended Coaster. Er ist gelistet auf der Roller Coaster Database. Man kann sich natürlich immer darüber streiten, ob man das Teil dann wirklich als Achterbahn durchgehen lassen will. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier steht noch ein Coaster. Und zwar musst du dich da oben auf den Bauch liegend reinlegen. Und dann fährt das Teil. Ich weiß nur, es gibt hier so ganz strenge Gewichtsbeschränkungen. Ich will mal gucken, ob hier ein Schild irgendwo steht. Ich meine, bis 75 Kilo irgendwas war. Aber es steht gerade nichts dran. So, dann gehe ich mal zu meinen beiden. Und mal gucken, wenn wir vielleicht die Seilbahn hochfahren. Die fährt nämlich heute trotz des Windes. Okay, kleine Korrektur, Leute. Die Seilbahn fährt doch nicht. Wir hatten sie von weitem fahren sehen, aber es ist kein Passagierbetrieb heute. Müssen wir mit dem Auto hochfahren. Oder machen wir was anderes? Willst du Rosttrappe hoch oder so? Fährt der Sessellift? Der fährt, aber fährt der nachher auch wieder runter? Können wir die ja fragen. So, hinter den beiden ist ein Kletterpark. Der ist natürlich immer Wind und Wetter ausgesetzt. Man sieht es ihm leider auch an. Schaut mal, der gute alte Trabi. Tja. So Leute, wir sind jetzt oben auf dem Hexentanzplatz und gehen halt in den Tierpark. Sessellift, ja, war ganz nett, aber das wäre dann einfach nur zum Hoch- und zum Wieder-Runterfahren ein bisschen zu teuer geworden. Haben wir gesagt, gehen wir in den Zoo, wir sind jetzt hier oben. Nachher gehen wir was essen, machen noch ein paar schicke Aufnahmen. Und dann fahren wir schon wieder nach Hause. Ja, dieses Scheißwetter ist halt eben auch der Grund, weshalb in den letzten Wochen keine großen Videos entstanden sind. Und die Videos, die ich immer zu Hause mache, die dauern immer ziemlich lange zu bearbeiten. Da ist man teilweise bis zu 20 Stunden beschäftigt. Aber keine Sorge, noch 6 Wochen ungefähr, dann geht die Saison wieder los. Und dann sind wir ja auch gleich schon weg in Holland, klappern ein paar Parks ab. Dama, Dama. Dama, Dama. Es ist überhaupt nicht windig. Jetzt haben wir eben schon geguckt, dass uns hier kein Baum auf dem Dez fällt. So, da ist der Eingang zum Tierpark. Aber hier gibt es ja, glaube ich, nicht ganz so viele Bäume, die umkippen können. Auch der Tierpark ist leider geschlossen. Nett, dass sie das hier erst an... Hätte man doch da vorne gleich hinschlitten, ja? Sind wir hier hochgelatscht, haben Parkticket vorher noch gelöst. Naja, dann gehen wir halt was essen. Restaurants haben immer offen. Also ich halte kurz fest. Tierpark geschlossen, die Bobbahn war übrigens auch geschlossen, also der Alpine Coaster. Unten die ganzen Suspended Coaster, die Nautic Jets, waren auch alle geschlossen. Warum sind wir dann überhaupt hier? Wären wir mal in den Sessellift gefahren, verdammt. So, hier geht's steil nach unten, aber dann kannst du mal einen Blick ins Bodetal erhaschen. Komm, wir gehen hier lang. Ich mit meinen Turnschuhen. Ha! Und hupp! Und hupp. So, jetzt könnt ihr gleich mal die Aussicht bewundern. Oh, hier ist ein Felsvorsprung. Krieg ich gleich wieder Lack. Uhuhu.
Ich weiß, ganz viele Leute sind schon abgestürzt bei solchen Aktionen. Ich aber nicht. Hexentanzplatz, schon hunderttausende Male abgelichtet von anderen Leuten, aber gehört in jedes Video rein. Der Beweis, dass man da war. Nicht wahr?